Warum hier hast du eigentlich Schuhe an und keine Handschuhe in die Füße? Warum? Weil dein Pferd hinter Eisen vorne trägt. Die Hufe werden, das Problem ist, die Hufe werden immer zu schmal. Früher, wenn die Schmiede eine Schlachtprüfung machten, dann wurde aufgenagelt. Nach 10 Wochen ging die Prüfung weiter. Das Abreißen, das war das Schlimmste. Und wenn die Pferde dann an dem Ende des Schenkels keine Scheuerleiste hatten, 2 Millimeter tief hatte sich der Huf dann in das Eisen eingesaugt. Über 4 Zentimeter circa. Wer diese Rille nicht aufgewiesen hat, hat diese Prüfung nicht bestanden. Hier kann es gar nicht passieren, weil die Kappen die seitlichen Hufwände festhalten. Der Huf kann gar nicht arbeiten. Das Hufband kommt runter. Und er bleibt starr. Jetzt muss er durch diese ganzen Schleimbeutel durchquetschen. Normalerweise kommt er den Huf, der ist hoch, der setzt es hoch. Und wenn das Hufbein runterkommt bei Belastung, geht der Huf auseinander. Macht Platz fürs Hufbein. Das sind alles wie Pferde, die ganz viele Probleme nachher kriegen mit Rolle und so weiter. Dann haben wir hier deutlich vorne, er kam eben an und tritt außen auf und fällt nach innen. Das nennt man ein rotierendes Hufbein. Und hinten ist wieder wie eine Kuh, die 6000 Liter Milch geben muss. Also möglichst schlechte Schuhe. Wer führt denn das Pferd beim Schmied vor? Schmied tut sich denn selber. Weißt du? Du bestellst dir irgendwie einen Müllfahrer, der macht das denn in Zukunft umsonst und das Geld versaufen wir. Dann weißt du, wo es hingeht. Okay. Weil da kannst du kein Geld für ausgeben. Schmied bedeutet beim Pferd sein als Besitzer, vorführen, dafür sorgen, dass auch alles gesehen wird, was man weghaben will. Dann kommt sowas da nicht mehr raus und das Pferd, dieser kann sich hinten gar nicht von der Kraft hier entfalten, dass er vernünftig unterschiebt oder in Versammlungen gehen oder irgendwie sowas, weil er zu viel Druck und Sprung oder so hat. Der Schmied ist alleine hilflos, aber er kann alleine natürlich, wenn er da einen Zettel hat, das Pferd rausholen, er hat Zeit gespart, er kann die raufhauen und hier seid zufrieden. Genauso ist, wenn du dir ein Auto kaufst und da fehlt eine Tür. Das ist auch egal, denn Hauptsache der fährt. Solange er läuft, ist egal. Einen haben wir noch. Komm, Sonny. Da hat die Nerven. Hier brauchen wir gleich auch mal den Sattel ohne Satteldeckel. Dann kannst du die Bremse vorne mal aufmachen, dass ich gleich ins Maul schauen kann. So, ich komme hier mal her. Wer ist jetzt Reiter von diesem Pferd? Gut, einer hält vorne fest. Wenn er ausgeschissen hat, erklärst du mir in dem. Schritt voraus. Hier ist die Elle, eine Handbreit dahinter. Bei mir sind es nur 4 Finger oder Handbreit. Da müsste die Schnalle sein. Also hier müsste der liegen, so weit nach vorne. So, jetzt erklären wir den Sattel. Immer für sich selber, nie beschummeln lassen. Ich habe immer 2 Fragen, die ich mir selber stelle. War der Sattler, der den Sattel gebaut hat, besoffen? Eine simple Frage, und jetzt hebst du dieses Ding hoch und dann siehst du, dass die Strippen schräg hängen. Der muss ja wie eine Granate gewesen sein. Wie kann einer so schräg die Strippen malen? Aber wir wollen nicht fies sein. Hat der Reiter keine Ahnung oder hat er sich bescheißen lassen? Von vielleicht auch Leuten, die keine Ahnung haben. Vorne 2 Finger breit mit Belastung, das haut hin. Jetzt heben wir den Sattel an, dass der Schwerpunkt vernünftig ist. So, und jetzt gucken wir runter, dann hängen die Strippen dran. So muss der Sattel liegen. Du musst hier sitzen und nicht da. Sonst, wenn du so einen Sattel hast und willst mal einen Hopser machen, du hast das Gewicht auf dem Bügel. Dann klappt der Sattel hoch und bumm, du buffst ihn. Das bedeutet, er macht hier nicht mehr, hat nicht mehr solche Muskeln, die so schwingen können. Die braucht er ja, um aus dem Quark zu kommen hinten. Nein, er macht Fasermuskeln.
Er kommt so, macht sich fest. Du kriegst es so weit, dass er hinten steif wird und die... Ich mach da jetzt schon beim Dressurarbeiten. Deine Lösung? Ein Keilkissen. Ein Keilkissen. Gar nicht höher polstern lassen, weil das ist ein schöner Sattelbreit im Dings. Das passt hundertprozentig für dieses Pferd. Und ist auch fest genug. Da geht es nicht drum. Es geht nur darum, dass ihr das Auge dafür kriegt, wo ist der Schwerpunkt. Du sollst hier sitzen. Warum ist der Sattel überhaupt tradiert? Bei deinem Becken, wenn du hier sitzt, kann diese Weite aus. Dann braucht man auch nicht Polster oder irgendwie so ein Scheiß vorne, was einen hält. Dann kann man die Beine bummeln lassen. So hast du immer die Beine zu weit vorne. Du knickst ein. Und das ist ein Problem. So, dem Mann gebe ich jetzt den Sattel mal. Den, guck mal hier. Kopf im Gerade. Oh, das ist ja gar nicht so einfach mit dir. Hier ist eine tonnige Rippe entstanden. Das bedeutet, die Rippe macht so den Bogen, ein Loch. Hier ist eine dachförmige Rippe. Das kriegst du immer bloß zu sehen, wenn ich hin, wenn ich von oben runter gucke. So, wie kommt das? Das größte Problem von diesem Pferd steht hier. Klar, nicht? Weil du hast rechts das Bein länger. Drückst den Sattel immer rechts runter und wenn er anfängt zu schwimmen, setzt du dich mit der linken Arschbacke hier hin und dadurch kommt das Loch. Dann kann er nach links auch schlechter rum. Dann will er lieber die andere Seite nehmen. Und dadurch wird auch die Schulter völlig schief. Ihr macht das Pferd ziemlich einseitig. Und das kommt wovon? Wenn die Frau zum Beispiel beim Fernsehgucken rechts im Sofa liegt und in die Maitschukar hier schaut. Du bist ein Rechtslieger dazu. Das sieht man an deiner Halswirbelsäule. So, atmen. Jetzt kannst du auch wieder in den Rückspiegel gucken. Denn alles andere, man muss nie gucken, was ist mit dem Pferd los? Das Pferd kann lahm werden, alles. Das kann sich alles wieder helfen. Aber die Reiter sehen gar nicht ein, dass sie sich selber richtig kaputt machen. Und das ist nämlich das größte Problem. Fuß. Schenkel der Eisen hinten etwas länger lassen nach hinten. Man muss nicht eins haben. Und wenn du jetzt hier mal herkommst und drauf guckst, wo bist du geblieben? Guck von oben raus. Du siehst, dass der außen zu hoch ist. Siehst du? Du musst von hier rauf gucken. Siehst du nicht? Hier kürzer und da höher. Das wünsche ich. Man kann so Kleinigkeiten und unheimlich viel. Hier sind Blasen im Maul. Das Pferd wird den Kopf hochreißen wollen beim Reiten. Grundsätzlich, alles was blond ist, was rötlich ist, was schimmelig ist, ist empfindlich. Beim Pferden wie beim Menschen. Zwei Legierungen, hier läuft Spucke durch, das fängt an zu oxidieren. Du kriegst im Maulwinkel so viel Druck für das Pferd, dass der nicht mehr an der Hand vernünftig liegen will und den Rücken nicht mehr schwingen lässt. Das ist dieses Gebiss. Und im Maul ist eine reine Kupfer. Okay. So, einmal hier hoch und in spektakulären Trab zurück. Im Schritt hoch. Ja. Ich habe auch noch einen dabei. Aber ja. Ich war viel drauf. Ich habe sie mir morgen mal schnell ans Pferdegerät gehängt. Und zurück. Ich muss nur eine Kleinigkeit nachmachen. Markus!
Was du dir so glaubst? Wenn du mich jetzt nur noch knappst, dann komm. Ja, okay, zeigen.